Hey Leute und willkommen zurück zum 17. Video zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal mit ein bisschen was längerem, ich habe es euch ja versprochen. Und zwar der natürlichen Logarithmusfunktion. Ihr seht hier schon ln von x. Ja, was machen wir jetzt mit der? Also wir haben die Funktion e hoch ln von x. Ihr werdet sehen, dass die Funktion ln von x die Umkehrfunktion von e hoch x ist. Das ist einfach so, e wurde, und ln auch, wurde genau zu dem Zweck überhaupt erstmal gefunden, dass die sich gegenseitig aufheben. Das ist wie Wurzel und Quadrat. Also Wurzel frisst Quadrat und Quadrat frisst Wurzel. Und genauso ist es eben hier auch. Ln von e ist 1 und e hoch ln von irgendwas ist die Zahl irgendwas. Also in dem Fall eben x. Also statt den ganzen Kram hier zu schreiben, könnte ich auch einfach schreiben, die Funktion f von x ist gleich x. Jetzt wollen wir aber mit dem Ding ins Weite rechnen und da was ganz Lustiges rausfinden. Ich lasse mal die Spannung, versuche ich mal ein bisschen steigen zu lassen. Mal sehen, ob ihr mitkommt. Ich hoffe es zumindest. So, wenn wir das jetzt hier ableiten, leiten wir erstmal den hinteren Teil hier ab, nämlich x. X abgeleitet ist 1. So, und wenn wir jetzt, das ist Gleichzeichen, können wir hier auch übernehmen. Wenn wir jetzt e hoch ln x ableiten, ja, dann müssen wir ja mit der Kettenregel die obere Funktion ableiten und bekommen und dann den Rest einfach hinschreiben nochmal. Also ln Strich von x, wer die Funktion, das Video zum Ableiten von e-Funktionen noch nicht gesehen hat, bitte tut es euch an, ob das ist es wert. Also wir schreiben die Funktion von hier oben, abgeleitet hier unten hin. Ln Strich bedeutet nichts weiter als ich leite den Logarithmus Naturalis, so heißt das Dingens, ab. Weiß aber noch nicht, was bei rauskommt. Das wollen wir ja rauskriegen. Und übertrag den Rest. Ln von x. So. Und jetzt haben wir hier diese Funktion und da kommt sicher was ganz Lustiges bei raus. So, ja. Und das da habe ich ja hier oben schon mal umgeformt. Das können wir ja einfach umschreiben. Moment, ich hau hier gerade nochmal vorne rein. So. Also, wir haben ja hier gesagt, 1 ist gleich ln Strich, bleibt erstmal stehen, von x, mal, und e hoch ln x hebt sich ja auf. Das ist ja x, haben wir ja hier oben schon gemacht. So, jetzt steht hier, 1 ist gleich die Ableitung von Logarithmus Naturalis von x, mal x. Wenn ich jetzt hier durch x teile, wobei x natürlich nicht 0 sein darf, dann habe ich nicht 1 hier stehen, sondern 1 durch x. Und das bedeutet, die Ableitung von dem Logarithmus Naturalis von x ist 1 durch x. Wer hätte es gedacht? Sehr lustig. Das bedeutet in etwa so viel, ich greife jetzt mal schon auf Integrale und Aufleitungen vor. Ihr könnt auch das ganze Zeug rückwärts machen. Ihr könnt nicht nur ableiten, sondern auch aufleiten. Was euch das bringt, das zeige ich euch dann noch. Aber behaltet mal so viel im Gedächtnis, wenn ich 1 durch x aufleite, kommt ln von x raus. Ist genau das Umgekehrte. Also merkt euch einfach das so viel und schaut euch vielleicht das Video dann später nochmal genauer an. Zunächst solltet ihr aber wissen, dass die Ableitung von Logarithmus Naturalis von x 1 durch x ist. Denn wir machen hier gerade Ableitung. Ja, das war's soweit schon wieder. Diesmal eine Herleitung. Ich hoffe, ihr habt auch die verstanden. Auch wenn sie sehr kompliziert ist. Manche Lehrer fragen es ab, deswegen dieses Video. Ja. Und falls ihr wieder mal Fragen habt oder so, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.